Glückwunsch. Abend, Servus. Hallo, Servus. Glückwunsch, hallo. Einmal tief durchatmen. Der schöne Moment ist gerade gewesen. Die erste Medaille ist nun da. Das, was Sie unbedingt so haben wollten. Ich habe Sie da oben sehr, sehr strahlen sehen. Glücklich, zufrieden jetzt? Völlig zufrieden. Völlig zufrieden? Ja, völlig zufrieden. Meine Tasche ist gepackt, die Medaille um den Hals. Jetzt kann es nach Hause gehen und ich freue mich, dass ich jetzt mit der Medaille nach Hause fahren kann. Das heißt, geht das sofort nach Hause oder geht es morgen noch zum Eishockey? Morgen, während das Eishockey-Finale läuft, sind wir schon im Flieger und schlafen ein wenig. Ich kann Ihnen sagen, auf eine oder andere Fluggesellschaft überträgt das Hockeyspiel live ins Flugzeug rein. Also da könnte noch was gehen. Bin ich mal gespannt. Ja, absolut. Wie war es denn jetzt, diese Bronzemedaille zu haben am Ende dieser Spiele? Ja, ist natürlich ein richtig schönes Erlebnis nochmal im Team dann die Medaille zu gewinnen. Das macht richtig viel Spaß und haben wir uns sehr, sehr gefreut. Und ich genieße es auch auf jeden Fall. Kurz nach oben gucken, ruhig nochmal nach oben gucken wir das für das Selfie, das können wir gerne machen. Es hat golden angefangen, es geht mit der Bronzemedaille zu Ende. 2 Wochen, die Sie sehr genießen konnten. Ja, es war auf jeden Fall für mich ein riesen Auf und Ab. Es waren tolle Erlebnisse dabei, auch ein paar Enttäuschungen dabei. Und ich freue mich, dass wir jetzt so einen schönen Abschluss gefunden haben. Diese Medaille haben wir uns wirklich hart erkämpft in der Staffel. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute das zusammen feiern können. Und jetzt ist es auch schön, dass es nach Hause geht. Das glaube ich Ihnen absolut. Es war so ein bisschen die Gefahr, dass die Stimmung kippt, ne? nach dieser Mixstaffel. Das war schon kompliziert, oder? Ja, also ich war natürlich mit mir unzufrieden. Ich muss sagen, mein Team war da eher Rückhalt und verständnisvoll. Also hat mir jetzt keiner Vorwürfe gemacht. Ich glaube, derjenige, der sich am meisten Vorwürfe gemacht hat, war ich wahrscheinlich selbst. Aber natürlich ist man unzufrieden und so ein Abschluss ist blöd bei so einer Großveranstaltung. Deswegen freue ich mich, dass ich nochmal zeigen konnte, dass ich es besser kann. Und am Ende haben wir uns belohnt nochmal. Diese Schweden da ganz oben stehen zu sehen, war das für Sie auch eine Überraschung? Hätten Sie gedacht, ja, mit den Schweden auf 1 hätte man schon rechnen können? Unbedingt auf 1 vielleicht nicht, aber ich wusste eigentlich schon, dass sie sicherlich mit um die Medaillen kämpfen werden. Dann bei solchen Witterungsverhältnissen gibt es immer Überraschungen und die waren jetzt dieses Jahr auch in den Staffelwettkämpfen sehr, sehr gut schon dabei, natürlich noch nicht ganz vorne. Aber gestern kamen sie wunderbar durch und deshalb auch verdient ganz oben. Wird denn jetzt ein bisschen gefeiert zu Hause? Sie haben ja so ein bisschen 1,5 Wochen Luft, glaube ich, bis der nächste Weltcup losgeht. Ja, aber die vergehen sehr, sehr schnell. Wir haben gestern mal ein bisschen gefeiert und uns zusammengeguckt. Gerade im Deutschen Haus waren wir jetzt sowieso eigentlich überhaupt noch nie so richtig. Und gestern das erste Mal, dass wir auch mal wieder zusammen anstoßen können auf die 2 Wochen, weil sie doch auch für uns sehr erfolgreich waren. Und haben wir genossen. So, eine letzte Frage, dann müssen Sie schon wieder weiter, die Nächsten warten schon. Von zu Hause, wie groß ist die Euphorie zu Hause? Was haben Sie mitbekommen? Ja, ich habe persönlich relativ viele Nachrichten bekommen, sowohl als es sehr gut lief. Ich habe auch sehr viele Nachrichten nach der Mixstaffel bekommen. Da lief es nicht ganz so gut. Da lief es nicht so toll für mich, mit vielen Aufmunterungen. Also ich glaube, in der Heimat haben sie schon mitgefiebert, mitgelitten und sich mitgefreut auch. Meine Herren, ich wünsche Ihnen heute noch einen ruhigen Abend hier beim Koffer packen, weil der Koffer ist schon gepackt. Sie müssen, glaube ich, noch und dann einen guten Heimflug. Dankeschön und viel Spaß dabei.